los ich. Kommst du? Wir gehen jetzt gerade ins Basler Nachtleben. Zusammen mit zwei Polizisten in Zivil, die dann einschreiten, wenn es brenzlig wird. Wenn Menschen rot sehen, wenn die Wut ausbricht. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein. Heute geht es um die Wut. Ein Gefühl, das unsere Gesellschaft derzeit ratlos macht. Hey, Jungs, hallo, hallo. Die Wut auf der Straße, aber auch im Netz. Doch ist Wut nicht auch etwas Gutes? Es ist ein Freiraum. Ein Freiraum, wo ich darf, sozusagen lustvoll meine Aggressionen ausüben. Was genau ist Wut und wie können wir sie kontrollieren? Einstein mit einem Tauchgang in unsere Psyche. Der Mark und der Joseph, wir sagen bewusst nur die Vornamen, sind ausgerüstet. Die beiden sind von der zivilen Patrouille Prävention gegen Gewalt von der Kantonspolizei Basel-Stadt. Es ist Samstagabend. Wie lange sind wir unterwegs? Ja, in der Regel so bis um 1, 2. Ja. Kommt natürlich immer darauf an, was läuft. Ja. Wir können natürlich nicht einfach sagen, jetzt ist fertig und wir gehen heim. Ja. Ist gut. Wir machen uns auf den Weg ins Nachtleben von Basel. Statistisch gesehen die gewalttätigste Stadt der Schweiz. Zentrale von JPP 2. Ich bin gespannt. Wie kommt die Wut auf der Strasse in den Griff über? Was erwartet uns? Natürlich ist am Wochenende und dann noch nachts läuft sicher mehr. Und wir haben auch schon Wochenende, wo gar nicht gelaufen ist. Wie fest spürt ihr denn Wut bei euren Einsätzen oder wenn ihr auf Patrouille seid? Wenn du zwischen zwei Parteien kommst, oder, die schon Streit haben, und dann kommt die Polizei und plötzlich hast du beide Parteien gegen dich. So spürst du manchmal die Wut eben dann auch. Oder? Und ja. dann bist du eigentlich der Idiot. Oder? Obwohl du es dann eigentlich nur willst schlichten. Wie so eine Situation eskalieren kann, habe ich erlebt. Dazu aber später mehr. Raus mit der Wut. Einfach mal so richtig draufschlagen. Das kann man seit kurzem im sogenannten Rage Room. Reto Biedermann und Celine Ulysina besuchen diesen Wutraum für Einstein heute zum ersten Mal. Ist Dampf ablassen eine Strategie, die Wut in den Griff zu kriegen? Mit Schutzkleidern in einem Raum, den man gegen Geld für eine bestimmte Zeit buchen kann? Ja, meint die Betreiberin Polina Nekrasova. Es gibt diesen gesellschaftlichen Zwang, unsere Gefühle für uns zu behalten. Immer ruhig und gefasst zu sein. So stauen sich unsere Emotionen an und das stresst. Wer darunter leidet? Dem kann ein Besuch bei uns im Rage Room helfen. Es ist der erste Rage Room in der Schweiz, eröffnet letztes Jahr in Lausanne. Im Preis inbegriffen verschiedene Schlagwerkzeuge und Dinge zum Zerstören. Ich erwarte, dass ich den ganzen Frust vom Prüfungsstress rauslassen kann hier. Und ja, das ist viel und wegen dem, ja, Energie. Ja, mich nimmt es wunder, wenn man plötzlich die Möglichkeit hat, um irgendwie Sachen kaputt zu machen, ja, weil es das in mir so auslöst. Normalerweise muss man sich immer zusammennehmen, oder? Habe ich das Gefühl. Ja. Sich nicht im Griff haben und alles rauslassen, aber geschützt mit Handschuhen und Helm. Amusez-vous bien. Ein Ventil für unsere kontrollierte Gesellschaft?
Doch was sagt die Wissenschaft? Wieso gibt es dieses Angebot? Und nützt es etwas? Antworten suchen wir bei Hansjörg Zneu, einem Psychologen der Universität Bern. Als ich zuerst mal gehört habe von diesem Reizraum, habe ich gedacht, ich höre nicht recht, da soll das sitzen. Und beim Nachdenken, glaube ich, ist mir so etwas in den Sinn gekommen, wie es ist ein Freiraum. Ein Freiraum, wo ich darf, sozusagen lustvoll meine Aggressionen ausüben. Ich kann etwas zerschlagen, ohne dass mein innerer Zeigefinger mir sagt, stopp, 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 das darfst du nicht. Hemmungslos gibt Reto sich jetzt rein. In die Lust an der Wut und der Zerstörung. Mit vollem Körpereinsatz. Auch Celine mobilisiert all ihre Kräfte. Sie will sich abreagieren. Und ist vom Erlebnis begeistert. Man kann mal richtig abschalten, alles geben. Und ich habe mich wirklich nichts mehr gemerkt, was um mir passiert. Ich habe auch gar nicht richtige klare Gedanken gehabt. Ich bin einfach gebaut jetzt. Ja. Ja, ist mir jetzt im Menschen so wie Zerstörungskunst vorgekommen. So ein bisschen zwischen denen wieder so schauen, ah, wie war das jetzt? Was könnte ich als nächstes? Noch ein bisschen spektakulärer. Was fliegt am meisten? Hat gleich ein bisschen Widerstand. Recht geil. Ja. Das Herumwüten macht offensichtlich Spaß. Doch hilft es auch gegen die Wut im Alltag? Bleibt etwas davon zurück? Wahrscheinlich nicht, meint der Psychologe. Außer vielleicht das Gefühl von, das hat mir jetzt gut da und jetzt fühle ich mich lebendig, jetzt habe ich mich auspowert. Aber als Therapie tauge der Rage Room nicht. Und ich denke, jemand, der ein Problem hat mit zu viel Aggression, mit zu leicht entflammbarer, sozusagen ungerichteter Wut, der würde von sich aus gesehen wahrscheinlich so einen Rage Room gar nicht aufsuchen. Ein richtiges Schaufenster zu treppern ist wahrscheinlich etwas Besseres als irgendwie eine Flasche, die leer ist, noch dazu zu zerstören. Also insofern ist der Rage Room vielleicht eben nur eine Simulation von echten. Keine Therapie gegen Wut, aber ein Befreiungsschlag kann er durchaus sein. Der Rage Room. Zurück im Basler Nachtleben mit der zivilen Patrouille. Der Mark und Joseph machen ihre gewohnten Runden. Alle zusammen. Jugendpolizei Basel. Guten Abend. Ich merke schnell, sie haben einen guten Draht zu den Jugendlichen. Nicht? Aha. Okay. Wie alt sind ihr? Solange ihr euch das zumutet, so leiselig zu schwätzen, dass sich da, wo ich nicht gestört fühle, kein Problem. Einfach bitte, wenn ihr geht, die und alles mitnehmen. Es verläuft alles ruhig. Bis wir zu einem Einsatz gerufen werden. Verstanden. Wir fahren. Doch warum werden Menschen überhaupt wütend? Wozu brauchen wir Wut? Das weiß Heidi Kastner, Psychiaterin und Wutexpertin. Wut vermittelt ja eigentlich die Rückmeldung, dass jemand meine Grenzen überschreitet. Diese Emotion sollte man sich bewahren und sie nutzen. Die hat ja eine Funktion. Wir haben sie nicht verloren. In den ganzen Jahrtausenden der Menschheitsentwicklung haben wir diese Emotion als Basisemotion behalten. Das heißt, sie vermittelt uns ja auch Erkenntnisse über uns selbst. Die Wut, ein Urgefühl, das uns hilft, uns selbst zu verstehen und uns zu wehren. Ein Stoppsignal, das unseren ganzen Körper erfasst. Wenn wir uns ärgern, schlägt im Gehirn die Amygdala an. Stresshormone werden ausgeschüttet. Blutdruck und Puls steigen. Wir atmen schneller und unsere Muskeln spannen sich an. Unser Kopf kann rot werden. Der ganze Körper macht sich bereit zum Kampf. Es ist ein Gefühl, das schon Kinder kennen. Ja, da werde ich dann aber ein Fuchs durchs Wild. Ich bin einfach immer lauter und dann rufe ich eben mega laut.
es nervt dann so, dann wird man traurig und... Wütend zu sein ist unangenehm. Und die Wut hat einen schlechten Ruf. Wer laut wird und herumschreit, gilt als unkontrolliert. Doch man sollte seine Wut nicht verstecken, meint Heidi Kastner. Mit ihrem Buch über Wut will sie uns ermutigen, zu unserer Wut zu stehen. Wenn ich meine Emotionen nicht vermittle, dann kann ich dem anderen ja auch keine Rückmeldung über meine Befindlichkeit geben. Das heißt, ich kann auch nicht korrekt kommunizieren. Das heißt, der andere kann mich gar nicht so wahrnehmen, wie ich empfinde. Zeigen, wie wütend wir sind. Das können wir auch mit unserer Mimik. Werden Menschen wütend, verziehen sie unwillkürlich das Gesicht. Sie kneifen die Augenbrauen zusammen, bekommen einen funkelnden Blick und heben das Kinn. Die Ansage ist klar: Kampf statt Flucht. Damit die Wut jedoch beim Gegenüber ankommt, braucht es Blickkontakt. Schauen die Augen zur Seite, können wir die Wut zwar erkennen, nehmen sie aber nicht persönlich. Wollen Sie jemandem Ihre Wut kommunizieren, sollten Sie die Person also direkt anschauen. Das Wutgesicht lässt Menschen stärker erscheinen. Die Wut ist uns ins Gesicht geschrieben. Sie zeigt, wie wir uns fühlen. Doch sie hat noch andere gute Seiten. Wie kann man die Wut nutzen? Indem man sich ihr stellt, sie wahrnimmt und sie als das nutzt, was sie auch sein soll, nämlich Motor für Veränderung. Motor für Selbstreflexion, für ja, authentische Interaktion und gegebenenfalls Veränderung der Umstände. Die Wut, ein Motor, um etwas Positives zu bewirken. Eine Quelle der Kraft. Die Evolution hat die Wut in uns also nicht ohne Grund bewahrt. Wut hat ihren Zweck. Aber was, wenn es eskaliert? Wenn aus der Wut Aggression oder sogar Gewalt wird, wie reagiert man richtig? Für Antworten bin ich ein paar Tage vor meinem Nachteinsatz bei der Kantonspolizei Basel-Stadt mit einer Psychologin verabredet, die häufig Jugendliche beratet. Heute gibt sie mir Tipps. Danina Baumann. Und da lerne ich auch den Marc kennen. Danina Baumann weiss, was passiert, wenn die Wut aufsteigt. In einer angestellten Szene soll ich lernen, zu reagieren. Stell dir vor, du bist zu oben in Basel unterwegs und du läufst an eine Situation an. Hey, du Wichser, was hast du denn? Ruhig! Verreiss jetzt! Hey. Verreiss jetzt noch! Komm weg! Ich soll schlichten. Hey, Jungs, Jungs, hallo, hallo! Alles okay? Na, bist du denn da? Hey, komm weg! Hey. Aber kaum eingegriffen, schon dämmert es mir. Ich habe die Situation völlig unterschätzt. Hey, hey, lieber ruhig. Alles okay. Was? Alles okay? Nein, wer bist du? Ich meine, wer bist du? Hey, ich meine es nur gut. Ich meine es nur gut. Hey. Wie bist du jetzt an die Situation an? Ja, einfach dazwischen. So nach dem Motto, hey Jungs, ruhig. Was ist die Gefahr, wenn du das machst? Ja, dass so ich selber drunter komme. Hast du das gemerkt? Bist du jetzt... Ja, ich schnaufe gerade. In der Realität könnte das fatal rauskommen. Also wie gehst du dazwischen, wenn du dazwischen gehst? Sicher zuerst mit Wort. Hey, hör auf. Mal die Aufmerksamkeit auf dich lenken, aber auch auf dich ringsum. Und dann kannst du die Polizei anrufen. Ja. Die Polizei ist da für das. Die Polizei ist natürlich auch eine gute Idee. Das habe ich gar nicht gedacht. Genau. Weil wenn du wahrscheinlich nachher sagst, hey, ich habe die Polizei angerufen, hat das nochmal einen zusätzlichen, so einen abkühlenden Effekt. Dass es ganz eine andere Wirkung gibt, wenn man sich nicht allein zwischen die Fronten wirft, sondern sich Hilfe holt, illustriert diese Szene. Was schaffst du? Wir gehen weg! Was willst du? Hey, du! Karierte Kannst du mir helfen? Hey, was ist los? Du die Schnurrenwelle! Hör mal auf! Hey, hör auf! Jungs, hör auf! Was? Auseinander! Ich rufe die Polizei an! Was Polizei an? Hör auf! Du gehst in die Richtung, du gehst in die Richtung. Das Wichtigste ist, die Situation mal zu unterbrechen. Ja. Polizei anrufen. Und dann muss jeder selber entscheiden, eben, ich bin jetzt als Frau möchte nicht dazwischen gehen bei zwei Männern. Nicht, dass ich am Schluss noch selber Opfer werde. Also muss ich mir selber überlegen, was tue ich mir selber oder wie schätze ich mich ein, wie kann ich reagieren. Gehe ich dazwischen, weil ich sehe, es liegt schon jemand am Boden, oder nehme ich mich in die sichere Zone und rufe die Polizei an. Und wenn man sich bei den Leuten Hilfe holt, dann ist laut der Expertin etwas elementar. In der Regel ist es eher so, dass
Vor allem, wenn du in eine Situation kommst, wo du dann bedrängt wirst, dass viele nicht helfen. Und dann ist es gut, wenn du jemanden direkt ansprichst und sagst, hey, du im grauen Pulli, hilf mir. Oder komm schnell. Voilà. Ja. Dass sie sich aus der Anonymität losgelöst fühlen und merken, sie müssen etwas machen, dass sie direkt angesprochen werden. Alles okay. Was? Alles okay? Wer bist du? Es war zwar eine gestellte Szene, aber sie ist mir eingefahren. Ich nehme mit, sicher nicht blindlings leider dazwischen gehen. Sonst wird man schnell selber zur Zielscheibe. Besser ist, Hilfe holen. Leute direkt ansprechen und der Polizei anrufen. Sehr oft, dass wir immer dann gerufen. Zurück auf Patrouille. Vor ein paar Minuten ist ein Funkspruch gekommen, wegen Nachtruhestörung. Jugendliche, die zu laut sind und zu viel Alkohol trinken. Jetzt gehen wir auf einen Platz, auf einen Hotspot, wo wir eigentlich wissen, dass jedes Wochenende Jugendliche, doch eigentlich schon mehrheitlich Jugendliche sind. Verändert sich eigentlich die Wut im Verlauf der Nacht? Ja, definitiv. Ich finde eben schon das Aggressionspotenzial und das Ganze mit dem Alkohol dann halt auch steigt im Ausgang. Du kannst es nicht mehr so kontrollieren. Unkontrollierte Wut. Sie begegnet uns auf der Strasse. Und im Zeitalter der sozialen Medien auch immer häufiger im Internet, wo die Wut hemmungslos wütet. Wir alle erinnern uns an diesen Fall. Die Affäre um Jolanda Spiers-Heglin und Markus Hürlimann. 2014 hat diese massive Wut im Netz ausgelöst. Nach der Landammannfeier im Kanton Zug gab es Vorwürfe wegen Schändung in Zusammenhang mit K.O.-Tropfen. Im Gegenzug war von übler Nachrede, Verleumdung und falschen Anschuldigungen die Rede. Einer, der sich von den Emotionen im Netz hat anstecken lassen, ist Jörg Streuli, Pensionär aus dem Kanton Zürich. Ja, Empörung. Also, ich bin wirklich über Jolanda Spiers empört. Als in den Medien der Fall Schlagzeilen macht, schreibt er einen Kommentar gegen Spiers-Heglin im Internet. Schade, prozessiert Hürlimann nicht gegen Heglin. Gegen alle diese Lügen hätte er beste Chancen. Ja, das ist noch heftig, ja, muss ich sagen. Ja. Genau dieser Kommentar wird ihm zum Verhängnis. Streuli bezeichnet Spiers-Heglin als Lügnerin und das ist strafrechtlich relevant. Sie zeigt ihn an wegen Ehrverletzung. Es kommt zu einem Vergleich, er zahlt ihr 800 Franken. Es ist natürlich nicht schön, wenn man jemanden als Lügnerin beschimpft. Also das ist eine Beschimpfung, das ist ganz klar. Aber dass das strafrelevant wäre, hätte ich mir jetzt niemals vorstellen können. Empfängerin dieser Botschaft ist Jolanda Spiers-Heglin. Sie kennt mittlerweile die Gepflogenheiten im Netz und hält sich auch nicht immer zurück. Spiers-Heglin weiß, der Kommentar von Streuli gehört zur harmloseren Sorte, denn sie ist mit weitaus heftigeren Aussagen konfrontiert. Was lösen die bei ihr aus? Es kann einem fast ein bisschen traumatisieren. Wenn das eine einzelne Wutnachricht ist, die für sich sehr schlimm ist, dann kann es einem einfach treffen, es kann einem den Schnuff abstellen. Das Internet ist voll von Kommentaren, wie sie Jolanda Spiers-Heglin seit der Zuger-Affäre erhält. Dich sollte man an eine Wand stellen, du erbärmliches Stück Scheiße. Dir sollte die Muschi verätzt werden, so dumm wie du bist. Ich werde deine Dreckskinder entführen, diese Bastarde von einem Rudel Pädos totficken lassen. Solche Botschaften verbreiten sich im Netz rasant schnell. Marc Ziegele, Professor an der Universität Heinrich Heine in Düsseldorf, beschäftigt sich mit genau diesem Phänomen. Generell ist es so, dass wütendes Verhalten im Netz häufig belohnt wird. Wir haben die Algorithmen der sozialen Netzwerke, die vor allem solche Botschaften prominent anzeigen, die viele Antwortkommentare bekommen, die viele Reaktionen erhalten. Das heißt, Nutzer, die wütend sind und solche Botschaften verbreiten, werden dafür quasi häufig noch belohnt, indem sie Feedback kriegen und indem sie Aufmerksamkeit bekommen. Und das kann quasi wie zu so einer Negativitätsspirale dann dazu beitragen.
Untersuchungen zeigen, dass knapp ein Drittel der Bevölkerung schon Opfer abwertender Botschaften im Internet geworden ist. Knapp die Hälfte der Leser empfindet negative Emotionen. Was der Versender einer wütenden Botschaft auslöst, das bekommt er meistens gar nicht mit. Warum aber schreibt jemand sowas? Das Netz ist ein Raum, in dem die Menschen sich als geschützt wahrnehmen. Der Computer wirkt wie eine Mattscheibe. Das Gegenüber verschwindet. Andere Menschen nimmt man körperlich nicht wahr. Es fehlt die soziale Präsenz. Das macht es einfach, seine Hemmungen fallen zu lassen und wütende Botschaften zu verschicken. In vielen Wutbotschaften wird der Empfänger der Botschaft dehumanisiert. Das heißt, dem Empfänger wird die Menschlichkeit abgesprochen. Weitere Netzbenutzer sehen den Empfänger dann nicht mehr als Menschen, sondern als Objekt. Mit der Folge, dass es ihnen leichter fällt, den Empfänger ebenfalls mit wütenden Kommentaren zu bombardieren. Ähnlich ist das auch Jörg Streuli passiert. Ich bin auf die Facebook-Seite gekommen und dann ist der Fall abgehandelt worden. Da sind sich eigentlich alle gleicher Meinung gewesen. Und dann habe ich halt auch noch reingeschrieben, eben, ich betrachte sie auch als eine Lügnerin. Was man tatsächlich sieht, ist, dass Menschen, die wütende und hasserfüllte Botschaften lesen, grundsätzlich selbst erstmal mehr Wut empfinden, auch auf emotionaler Ebene. Und dass diese Wut die Leute tatsächlich zur Reaktion mobilisiert. Jörg Streuli und Jolanda Spiers-Heglin haben sich in der Realität getroffen. Für beide ein wichtiger Moment. Das reale Gespräch mit dem virtuellen Gegenüber. Eine Herangehensweise, die Spiers-Heglin auch mit ihrem Verein Netzcourage verfolgt. Wenn die Täter noch realisieren, dass es sich hier ja um Menschen handelt und nicht um irgendwelche Projektionsflächen, bei denen bewegt das etwas. Sie tragen die Haltung eben auch weiter. Auch für Streuli ist das Gespräch ein Schlüsselerlebnis. Also wir haben uns im Bus und im Kaffee haben wir uns unterhalten, so gut und locker unterhalten. Mir ist vorgekommen, wir würden uns schon 20 Jahre kennen. Der hat mir viel Eindrückliches erzählt, also, was mich nachdenklich gemacht hat. Ja, also jetzt, wenn es nochmal so einen Hype gäbe, so einen Skandal, dann wäre ich aufgrund von diesen Erlebnissen wäre ich vorsichtiger. Gar nie mehr irgendwie so ein Wort. Ja, das ist sicher die Lehre daraus. Das Aufeinandertreffen zwischen Sender und Empfänger, ein möglicher Weg, die Wut im Netz zu bekämpfen. Während der Nachtpatrouille kommen wir auf dem Basler Theaterplatz an. Häufiges Pulverfass, sagen mir der Joseph und der Mark. Auch heute, wie ich später noch erleben werde. Es fängt an mit lauter Musik. Also, gerade abstellen. Mach ein bisschen leiser. Dann hätte ich gerne einen Ausweis von euch allen. Was machst du? Oben folgen die Jugendlichen, aber auch von unten kommt Lärm. Der Joseph sagt zum Kameramann, er soll Abstand halten. In erster Linie könnt ihr euch einfach ein bisschen im Hintergrund jetzt aufhalten, bis wir die Situation jetzt gelegt haben. Weil da ist jetzt massiv viel Alkohol im Spiel. Ja. Sind jetzt halt auch unsere bekannte Gesichter von uns und das kann relativ schnell eskalieren. Wir bleiben darum ein bisschen im Hintergrund. Nehmen die Kamera zum Teil ab und filmen nur gegen den Boden. Kommt von dahinter. Könnt ihr abdrehen? Aber so richtig klappen wird das mit dem Musikabstellen nicht. Nein, sie dürfen auch nicht. Warte schnell. Meli, das ist jetzt nicht euer Mensch, oder? Es kostet im Fall 100 Stutz, wenn ich es euch noch mal sagen muss. Das wäre mega schade. Okay? Eine Diskussion ohne Erfolg. Jetzt haben wir die Uniform beiziehen. Und zwar geht es darum, wir haben jetzt gesehen, wir haben versucht, mit den Jungen zu reden. Bei gewissen hat es gewirkt, bei gewissen hat es nicht gewirkt. Gewisse akzeptieren das, wir haben kein Problem damit. Gewisse stellen die Musik ab. Aber wie man selber sieht, es gibt einfach noch gewisse Leute. Sie stellen immer wieder an und machen sich ein Spiel daraus. Und wir haben keine Möglichkeit, im Zivilen Ordnungsbussen auszustellen. Das darfst du nur in Uniform. Das heisst, wir haben jetzt die Uniform beizogen. Ich komme jetzt hier runter. Und jetzt kommt halt eben das Repressive, oder?
ein schwieriger Job für Polizisten. Sie müssen im Bruchteil von Sekunden das Ausmaß der Wut und das Aggressionspotenzial einschätzen. Da sind Erfahrung und Intuition gefragt. Noch sind Mark und Joseph auf sich allein gestellt. Was aber, wenn ihnen bei dieser Arbeit in Zukunft jemand zur Seite stehen würde? Was, wenn plötzlich die Roboter unsere Wut erkennen, hören, wie wir uns fühlen? Genau daran forscht Sascha Frühholz von der Universität Zürich. Er und sein Team wollen hier einen Schritt weitergehen. Wir wollen Roboter eigentlich ziemlich menschlich machen. Menschlich für Roboter heißt auch, wir wollen ihnen die gleichen Fähigkeiten geben, eigentlich Emotionen in der Stimme zu erkennen, wie wir Menschen das eigentlich können. Künstliche Intelligenz soll also nicht nur in der Lage sein, rational zu agieren, sondern muss auch lernen, unsere Emotionen zu erhören. Und du sagst es mir nicht, aber schau, aber ich leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Der Schauspieler Klaus Kinski war bekannt für seine Wutausbrüche. Dass er wütend ist, hören wir sofort. Doch kann das auch ein Computer erkennen? Die Wut ist ein starkes Grollen in der Stimme, teilweise ein sehr schrilles Geräusch. Was der Computer heute eigentlich macht, ist eigentlich eine kalte, akustische Analyse von den Stimmen von anderen Menschen und versucht dann anhand dieses akustischen Profils einfach eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der er glaubt eigentlich, diese Person fühlt eine bestimmte Emotion. Dazu lernt der Computer anhand von 2000 Stimmmustern, wie sich beispielsweise Wut anhört. Er analysiert 88 akustische Eigenschaften, welche eine Emotion bestimmen. Zu diesen akustischen Eigenschaften zählen Stimmhöhe, Lautstärke, und das Vibrieren oder Rauschen in einer Stimme. Aber auch, wie häufig pro Sekunde eine Stimme eine Lautspitze erreicht. Oder wie oft pro Sekunde ein stimmloser Anteil vorherrscht. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst, kann jetzt der Computer Kinskis Wut erkennen? Sascha Frühholz lässt die Stimme vom Computeralgorithmus analysieren. Das sieht man hier an der lauen Kurve, das geht rauf und runter. Das heißt, es ist nicht immer nur eine ärgerliche Stimme da, aber es gibt durchaus bestimmte Abschnitte hier in diesen Stimmaufnahmen, wo der Computer tatsächlich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagt, da ist eine wütende Stimme in den Stimmaufnahmen. Der Computer erkennt die kalten Fakten. Eine wütende Stimme ist 10 bis 15 Dezibel lauter. Die Tonhöhe liegt 100 bis 150 Hertz über der normalen Sprache. Und der Anteil hoher Frequenzschwingungen steigt um das Dreifache. Das trägt zum schrillen und kreischenden Klang der wütenden Stimme bei. Noch können die Computer nicht viele Emotionen erhören. Doch sie sind den menschlichen Fähigkeiten auf den Fersen. Es könnte tatsächlich sein, dass wir in einigen Jahren wirklich so intelligente Systeme haben, die eigentlich von der Emotionserkennungsfähigkeit sehr nah oder eigentlich gleich dem Menschen sind und vielleicht in Zukunft uns auch überholen. Und dann sagt uns vielleicht der Computer irgendwann mal, du empfindest vielleicht gar keine Wut, du bist eigentlich traurig. Und vielleicht hat der Computer auch recht irgendwie. Vielleicht haben wir die Trauer nur als Wut ausgedrückt und der Computer ist so intelligent, dass er uns sagt, du bist eigentlich gar nicht wütend, du bist eigentlich traurig. Unsere Emotionen noch besser erkennen als wir selbst und das nur aufgrund der akustischen Signale. Vielleicht werden uns also bald Roboter sagen, ob wir wütend sind oder nicht. Auf dem Basler Theaterplatz sind unterdessen die Uniformierten angerückt. Zusammen mit dem Joseph und dem Mark wollen sie die Situation entschärfen. Wieder ein bisschen auf Distanz, einfach zur Sicherheit. Weil, das spüren wir ein paar Mal, auch die Kamera löst sofort Wut aus. Nein, ganz ruhig. Diskussionen werden immer heftiger. Spürt es richtig. Nur schon, wenn man zulässt. Der Ton wird plötzlich lauter. Es ist ein ewiges Hin und Her. Ich hätte Nerven nicht. Aber der Mark und der Joseph bleiben ruhig, haben Geduld.
Aber auch ihr Ton ist mittlerweile deutlich bestimmter. Wenn ich den Respekt entgegenbringe, euch weiterziehen zu lassen und nicht den gleichen tun, dann erwarte ich auch einen gewissen Respekt, dass man nicht nachher hinter meinem Rücken die Musik wieder anschaut. Das ist ganz ehrlich. Jetzt packen wir alles zusammen. Ich will keinen Abfall mehr hier am Boden sehen. Dankeschön. Nach langem Hin und Her gehen die Jungen. Die Situation beruhigt sich. Was soll ich sagen? Du bist... Schön oben! Nochmal zur Situation vorher. Wie ist es jetzt genau ausgegangen? Ich habe aus der Distanz gar nicht richtig mitbekommen. Es war halt so eng, dass wir schon fast wie bedrängt worden sind. Oder? Ja. Und darum halt auch die Idee zu sagen, hey, holen wir noch mehr Kräfte, um das eigentlich ausgleichen können. Und gleichzeitig aber haben wir halt auch aufgrund von der Erfahrung, die wir hier hatten, müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht uniformiert das Instrument bringen, so nach dem Motto, hey, geht und jetzt einfach büssen. Sondern wir versuchen nach wie vor das Problem selber zu klären. Aber es hat, ihr habt es vielleicht auch gemerkt, schon mal ganz anders gewirkt, weil wir dann nachher sozusagen rein nur psychologisch können mitheben. Und schon sind sie alle ein bisschen Schritt zurück und zum Teil sind sie sogar danach ins Dunkle verschwunden, oder? Wir machen uns auf den Rückweg zur Wache. Ich habe gestaunt, mit was für einer Ruhe die beiden jeder Situation begegnet sind. Aber es scheint, als wäre das ein Schlüssel zum Beruhigen, um die Wut von anderen abzukühlen und nicht zum Überkochen zu bringen. So, Schichtende. Schichtende. Und wie war es für euch? Eine gewöhnliche Nacht, eine ruhige Nacht? Eher ruhig. Aber auch gegen das haben wir nicht, wenn alles friedlich so gelöst werden kann, schlussendlich. Das Potenzial, das haben wir immer. Danke vielmals. Merci auch. Dass ihr uns mitgenommen habt. Danke. Auch. Und gute Nacht. Dir auch. Gute Nacht. Gefreut. Gute Nacht. Josi, danke vielmals. Ciao zusammen. Tschüss. Für die Polizei eine ruhige und für mich eine eindrückliche Nacht. Weil man hat sie gespürt, die Wut. Es waren manchmal nur Nuancen, eine andere Körperhaltung oder eine schrillere Stimme. Im Ausgang kann der Alkohol die Wut entfesseln. Im Netz kommt die Wut so schnell auf, weil man eine gewisse Anonymität hat und die wütigen Worte nur tippt und niemandem direkt ins Gesicht sagen muss. Wut ist, und auch das nehme ich mit, nicht per se schlecht. Sie hat ihre Berechtigung. Man sollte sie aber nicht ständig in sich hineinfressen, sondern sie als Antrieb dafür nehmen, die Ursache zu finden und etwas zu verändern. So kann man sie positiv nutzen. Kraft oder Wut. Auf dem Sender geht es jetzt weiter mit NZZ-Format. Für mich ist jetzt definitiv Zeit fürs Bett. Schönen Abend und dann gute Nacht.